Signore e signori, benvenuti alla partita di oggi. Jawohl, AS Rom gegen Hellas Verona in der italienischen Liga. Und ab geht's. Und die italienische Liga haben wir bisher noch nicht abgegeben. Manolas. Pjanic. Und von später natürlich die Legende, gell? Francesco Totti. Jordan. Totti. Und der hat den Torschuss. Schau, dieser. Florenzi. Der ist top. Was für eine schnelle Führung. Und es ist sehr schnell gegangen, gell? Nach dem Schuss von Totti stoppt Florenzi ab. Nein, nochmal. Und da kommt die Legende. Mit einem Rechtsschuss. Und der Torwart lustig gerade abklatschen. Vor die Füße von Florenzi. Und das heißt jetzt 1-0 für Rom. So schnell kann es gehen. Florenzi. Und bei Hellas Verona im Sturm spät Luca Toni, der frühere Bayern-Spieler. Aber ich glaube, der hat in der Realität mittlerweile aufgehört. Strootman. Totti. Immer noch Totti. Das war nichts. Dodo. Gurgi Herder. Pjanic. Und Pjanic. Legt ab, Klatscher. Der Torwart da hinten ist nicht der sicherste. Florenzi. Hey. Luca Toni. Immer noch Toni. Hey, schau dir mal. Seit wann kann der dribbeln? Gibt auf jeden Fall Einwurf für Hellas Verona. Donati. Und das war jetzt scheinbar ein Abseits von Jankovic. Einfach irre. Scheißegal. Und Totti. Er hat noch. Dodo. Der Brasilianer. Strootman, der Holländer. Und Francesco Totti. Da kommt Florenzi. Hey, eine Glanzparade. Und zwar per Fuß. Gib gleich mal die erste Ecke für Rom. Auf geht's. Und Manolas. Und wieder Totti. Strootman. Hey, ein Foulspiel. Luca Toni. Hey, schon dennoch. War ein Foulspiel. Bloßer kleiner Rempler. Weg das. Romulo. Oh Gott. Treibt denn der? Ich glaube, das hat er nicht so geplant. Der Sanctis. 5 Torschüsse. Donati.
Au, oh, ein Fehlpass. Und da kommt Gervinho. Allerdings zu langsam. Cacciatore. Gervinho. Au. Oh. Schade, dieser. Ein Foulspiel im Strafraum. Und er pfeift nichts. Aber das pfeift er. Das war hübsch so schlimm, sagt das. Dafür gibt es die gelbe Karten. Das war unser Torschütze, Florenzi. Iturbe, was ist der so? Und? Das war nix. Da war zweit. Cacciatore. Zurück auf Raphael. Und das war jetzt wieder mal ein Abseits. Und zwar vom Torwart. Leandro Castan. Totti. Der kommt immer noch. Kampfparade. Weiter. Donati, Moras, Romulo, Luca Toni. Schade, das ist er. Jankovic. Und er hat die Torschanz. Helge Romulo. Und Tortmann Klettes. Der Ivora, Gervinho, Totti. Gervinho, Janic, Florenzi, oh Gott, der ist zu weit. So schnell ist er wieder nicht. Jankovic, Alfredson und Jankovic. Der Rossi achtet später. Totti. Das war eigentlich nicht so gedacht, gell? Raphael Klettes einfach. Einfach raus damit. Und Leandro Castan. Schau, das ist er. Ein Kämpfer. Castan. Und geblockt worden. Cacciatore, Romulo, Iturbe. Wo treibt er? Ach so, Jahü. Ein kleiner Bodycheck. Und es gibt 2 Minuten drauf. Alfredson, Jankovic. Und ein Abseits. Gott sei Dank. Der Pass hat auf jeden Fall gestimmt, gell? Cacciatore gegen Gervinho. Und dann kommt Raphael. Ja, unten. Cacciatore. Ja gut, er pfeift ab und es steht zur Halbzeit 1-0 für Rom. Und zwar hochverdient. Jetzt passen wir auf. Wie schaut denn aus? Eigentlich soweit als ich bestens, gell? Aber ich spiele schnelle Konter. Das liegt uns. Okay, Halbzeit Nummer 2. Und Hellas Verona muss Gas geben. Ansonsten verliert das Spiel. Iturbe. Ja, Rossi. Leandro Castan.
Wo spät eigentlich? In Abwehr. Janic. Lorenzi. Und da kommt Mike Hohn. Au. Oh. Was ein Pass, ha? Francesco Totti. Ein Traumtor. Gleich nochmal. Das war Florenzi. Und dann kommt Mike Hohn daher. Der Brasilianer. Ich glaube, der hat früher mal bei Inter Mailand gespielt. Und dann flankt er. Genau auf Totti. Gleich nochmal. Ja gut, neuer Spielstand. Und es steht jetzt 2-0 für Rom. Und es war mal wieder ein Foulspiel. Romulo. Hey. Der Sanctis. Der Rossi. Und jetzt kommt Dodo. Jawohl. Scheiße. War nicht so geplant. Jankovic. Und Toni war zu langsam, aber er setzt sie durch. Hey, Joy. Der Vavian. Albertazzi. Hey, Rossi. Gervinho. Schau dir diesen Passer. Francesco Totti, allerdings zu langsam. Alfredson. Jankovic. Albertazzi. Immer noch. Der Rossi. Bei der Abwurm. Oh, da schießen wir noch. Schaut schön aus. Janic. Lorenzi startet. Wer ist in der Mitte? Okona. Aber Gervinho. Oh. Weit drüber. Gervinho ist mehr der Dribbler, gell? Kein Kopfballspieler. Pjanic. Oh Gott, wieder zu weit. Er hätte schon passt. Er wird die Chance gewinnen für Gervinho, gell? Der Afrikaner. Garcia Torre. Albertazzi. Ja, pass mir auf. Jetzt werde ich wechseln. Und so tue ich jetzt Florenzi Ober. Der hat schon die gelbe Karten. Und dafür bringe ich jetzt Michael Bastos auf der rechten Seite. Das Money war gerade eine Leihgabe, gell? Der ist in der Saison wieder zurückgewechselt. Strottmann. Oh, Iturbe, den gibt's auch noch. Jetzt ist er gestürzt. So aus Versehen. Gervinho. Oh Gott, alle gegen Gervinho. Das Schweine. Grazie Tore. Schau, da ist er. Und der erwischt nicht. Janic. Etwas dick haut. Toni. Hey, der Betrüger. Und geklärt. Noch nicht ganz. Lorenzi. Und gleich nochmal. Totti.
Moras. Und Hellas Verona folgt nicht Säge. Nochmal über rechts. Romulo. Toni. Und mein Spieler ist neu gekommen. Jankovic. Eine Verzweiflungstat. Auf jeden Fall kommt Michael Bastos. Und zwar für Florenzi. Nach der anderen Seite kommt Marquinho für Jankovic. Totti. Gervinho. Ja gut. Einfach mit draufgehaut. Und es gibt noch 2 Minuten. Pardon, war nicht meine Absicht. Oh Gott, jetzt gibt die rote Karten. Da war ich ein bisschen spät dran, ha? Richtig spät. Auf jeden Fall, Pjanic fliegt. Scheißegal. Und es gibt noch. Kein Freistoß, ha? Nein, gibt keinen. Er sollte normal gleich abpfeifen, pass auf. Like das. Ein klarer 2-0-Sieg für Rom.